Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich hier am Dümmersee und zwar auf dem Wohnmobilstellplatz am Olgahafen. In diesem Video möchte ich euch den Wohnmobilstellplatz vorstellen und euch die nähere Umgebung ein wenig zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Um zum Areal des Olgahafens zu gelangen, muss man hier über diese Straße entlang und dann über die Brücke, die ihr hier seht. Keine Angst, die Brücke ist für Fahrzeuge bis 30 Tonnen ausgelegt, also so, dass jeder mit seinem Wohnmobil auch da drüber fahren kann ohne Probleme. Wenn man über die Brücke rüberkommt, sieht man auf der rechten und linken Seite Parkplätze. Die Parkplätze auf der rechten Seite, genauso wie die Gebäude hier, der Gebäudekomplex. Das gehört zum Jugend- und Freizeitzentrum des Landkreises Vechta. Und die Parkplätze hier auf der linken Seite gehören zu den Lokalitäten hier. Und wie ihr seht, ist hier auch schon zumindest die Entsorgung fürs Wohnmobil ausgeschildert. Aber das ist auch schon der Weg Richtung Wohnmobilstellplatz hier am Olgahafen. Wie gesagt, hier vorne sind erst Pkw-Parkplätze bzw. auch Parkplätze für Busse, die hier zum Beispiel Schulklassen oder sonstige Jugendgruppen hierher bringen. Und hier im hinteren Bereich befindet sich noch einmal ein Pkw-Parkplatz und danach kommt dann der eigentliche Wohnmobilstellplatz. Ihr könnt hier nicht geradeaus fahren, sondern müsst über den Pkw-Parkplatz rüberfahren, weil dort hinten ist es abgesperrt, der Wohnmobilstellplatz. Die Zufahrt ist auf der anderen Seite. Gleich hier vorne an befindet sich die Sanitätsstation für uns Wohnmobilisten. Hier gibt es einmal Frischwasser und auf der anderen Seite hinter dieser Rollade ist die Entsorgung. Um die Sanitätsstation nutzen zu können, benötigt man Wertmarken und die bekommt man hier in der Nähe und zwar im Restaurant Piratenkeller, drüben im Jugend- und Freizeitzentrum oder bei der Aalräucherei Hoffmann. Gleich neben der Entsorgungsstation, der Sanitätsstation, gibt es hier auch Mülleimer, zumindest für Pappe und für Glas und auch seine Altkleider kann man hier loswerden. Hier gibt es auch noch einen großen Mülleimer, aber wie ihr seht, ist dieser leider überfüllt.
So, ich gehe nun weiter mit euch in Richtung Wohnmobilstellplatz. Wie gesagt, ihr müsst einmal hier über den PKW-Parkplatz rüberfahren. Egal, ob hier die erste oder zweite Einfahrt vom PKW-Parkplatz. Und dann geht es hier links herum Richtung Wohnmobilstellplatz. Hier an der Seite befindet sich noch ein kleinerer Mülleimer, halt auch für die Tagesgäste. Und hier hinten im hinteren Bereich, dort bei den Wohnmobilen, befindet sich noch eine große Mülltonne. Hier seht ihr dann auch schon die ersten Stromsäulen, die zeige ich euch auch gleich. Und hier ist dann die Einfahrt. Eigentlich soll man immer die Schranke runter machen, aber sie steht wohl immer offen. Wichtig ist, dass man auf der Beifahrerseite darauf achtet, dass man nicht hier an der Stange langschrappt, was wohl schon einigen passiert ist, so wie ich gehört habe. Hier sind nun die Stellflächen für uns Wohnmobilisten. Die Stellflächen sind Schotterflächen und auch jetzt nach dem ordentlichen Regenguss vorhin ist es hier recht trocken. Dann zeige ich euch einmal die Stromsäule hier hinten, die hinter meinem Wohnmobil ist. Eigentlich soweit das bekannte Prinzip, eine freie Steckdose auswählen, das Kabel anschließen und dann hier nicht Geld reinschmeißen, sondern auch diese Stromsäulen laufen über Wertmarken. Und zwar bekommt man eine Wertmarke für 1,50 Euro und erhält dafür 1,5 kW. Auch diese Strommarken erhält man hier in der Aalräucherei oder im Strandhaus. So, und nun gehe ich mit euch einmal an den See. Es sind wirklich nur wenige Schritte bis dahin. Und das Ganze mache ich mal eben ein bisschen in Zeitraffer. So, nun sind wir wieder hier im Bereich des Parkplatzes angekommen und hier auf der linken Seite befindet sich jetzt die Aalräucherei Hoffmann. Außer Fisch gibt es hier aber auch noch vieles andere zu essen, unter anderem auch Eis oder Kaffee und Kuchen. Also hier ist eigentlich für jeden etwas mit dabei. Obwohl es jetzt ein ganz normaler Wochentag ist, finde ich, ist es recht gut besucht hier, diese Aalräucherei. Und die Sachen gibt es wohl auch außer Haus zum Mitnehmen. Jetzt geht's einmal weiter. Rechts befindet sich noch das Gelände mit Spielplatz. Das gehört eventuell mit zum Freizeitzentrum, wird aber auch sicherlich von anderen Kindern genutzt. Und danach gibt es dann noch hier auch auf der rechten Seite ein öffentliches WC. Also was auch wir Wohnmobilisten nutzen können, zumindest zu den genannten Öffnungszeiten. Zeige ich euch einmal kurz, also tagsüber von 9 bis 9 im Sommer und von 9 bis 19 Uhr im
Winterhalbjahr. Es gibt hier einmal ein Behinderten-WC. Ja, hat alles, was man so benötigt. Ein Waschbecken und Griffe, damit man besser auf die Toilette rauf bzw. runterkommt. Und sieht auch ganz ordentlich und sauber aus. Und dann zeige ich euch noch mal eben das Herren-WC, wenn niemand da drauf ist. Hier gibt es einmal Urinale und zwei Toiletten. Sehen auch soweit in ordentlichem Zustand aus. Und Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern ist auch vorhanden. Für eine öffentliche Toilette ganz in Ordnung. So, jetzt hier auf der anderen Wegseite befindet sich das Strandhaus Schumacher mit seiner Piratenbar, nennt die sich, oder Piratenkeller, und der Fischbude. Da bekommt man auch Fischbrötchen oder andere Fischgerichte, sei es zum vor Ort essen oder aber auch zum Mitnehmen. Und dann sind wir auch schon jetzt hier am eigentlichen Olgahafen. Hier vorne ist einmal, wo die Boote ins Wasser gelassen werden. Ja, momentan wird etwas gebaut wohl, aber heute jetzt hier am Dienstag hat man davon nichts mitbekommen. Es gibt hier einen Unterstand auch gleich. Ist vor allen Dingen für Fußgänger und Radfahrer, die auf Tour sind rund um den Dümmer, interessant bei schlechtem Wetter. Und hier seht ihr dann auch die verschiedenen Rundwege, die es um den Dümmersee gibt. Und wir befinden uns hier oben am Olgahafen. Ja, die Wege rund um den Dümmer sind gut befestigt. Hier ist er sogar gepflastert. Ansonsten sind es auch so Sand-Schotterwege. Wie ihr seht, sind überall Pfützen. Das liegt daran, weil es vorhin wirklich ordentlich geschüttet hat. Und nicht nur der Rundweg hier um den Dümmersee, sondern auch die anderen Fahrradwege hier im ganzen Gebiet laden wirklich zu Radtouren ein. Also da kann man schon wirklich einiges unternehmen. Jetzt gehe ich noch einmal mit euch an den See direkt. Dort gibt es einen Aussichtsturm. Es gibt davon mehrere hier im Bereich des Dümmersees. Von diesen Aussichtstürmen hat man immer einen guten Überblick über den See. Und man kann dort auch dann gut Vögel oder Sonstiges beobachten. An diesem Rundweg um den Dümmer gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, Rast zu machen. Also sprich, sind ordentlich Sitzplätze, Sitzbänke vorhanden. Es gibt immer wieder Infotafeln zum Dümmersee und zur Flora und Fauna des Sees.
Ja, hier noch mal ein Blick zum Hafen hin. Wieso das jetzt hier gerade alles eingezäunt ist, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, das hängt mit den Bauarbeiten zusammen. Aber da habe ich so leider keine Informationen gefunden. Ja, vorne weg könnt ihr schon den Turm sehen. Bei den anderen Türmen ist es so, dass man im unteren Bereich das auch sozusagen als Wetterschutzhütte nutzen kann und sich dort bei Regen und dergleichen halt unterstellen kann. Jetzt geht's erst einmal hier auf diesen Turm rauf. Und auch hier findet man wieder Infotafeln. Auch hier noch einmal dümmer Panorama. Und von hier unten aus hat man auch schon einen guten Blick auf den Hafen. Und jetzt geht's einmal rauf. Und nun genießt einfach einmal den Rundumblick von hier oben. Also ich habe die Nacht hier am Olgahafen sehr gut verbracht. Zu erwähnen ist, dass der Stellplatz kostenfrei ist, also es fallen keine Gebühren an. Von daher ist es auch meines Erachtens vollkommen in Ordnung, dass man halt für die Fähr- und Entsorgung bezahlen muss. Und da kann ich jetzt leider nicht sagen, was das kostet, die Fähr- und Entsorgung. So, ich hoffe nun, euch hat das Video gefallen und freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Außerdem vergesst nicht, ein Abo dazulassen, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Andreas.